Hi, Will. Carmen. Bei Bondra. Ich bin Matteo. Und das ist Niklas. Und das ist in letzter Woche passiert. Wie geil ist das denn? Ist noch nicht gelaufen. Ist noch nicht gelaufen. Wir sind noch im Rennen. Okay, jetzt gelaufen. Mr. Döner hat gesagt, 29 Monate. Markus Tangens, 31 Monate, schreibt, ich schaue gerade wieder Straight to Gold. Das waren noch Zeiten. Da bekommt man direkt wieder Bock auf SC2. Ja, gönn dir. Installier, spiel ein Spiel, merk, dass es viel zu frustrierend ist und dann machst du wieder Fortnite an. 200 Millionen? Und was ist hier los? Mann, ey, ich krieg dich da nicht rein. Steck ihn rein, Leon. Passt nicht. Ich glaube, es liegt an dem Ding. Ich glaube, das Ding ist das Problem. Es ist nicht mein Ding, was ich reinstecken will, sondern die Form. Ich hab mir nichts Festes vorgenommen, aber ich wollte heute einen FTL-Run vielleicht mal wieder machen. FTL auf Bon Jovi? Nein. Dann nehme ich halt gerade den Stuhl in die Hand und laufe damit weg. Dieser Fisch da. Hey, Kappados, lass das los. Das ist nicht deins. Verpiss dich doch mal von dem... Wir schauen rein. Bitte halte wenigstens am Anfang. Wir haben unterschiedliche Wahrnehmungen. In der Realität... Ich raff das gar nicht. Hä? Warte mal, 9 Millionen Aufrufe? The stands are packed and we are proud to welcome you to the 2019 qualifying rounds for the Marvel Games. 4 events and 20 teams competing for 12 qualification spots in this year's event. Oceanics, Rangers, Midnight Wisps. Ja, willkommen. Wer bist denn du? Du siehst aus wie ich. Der sieht aus wie ich. Bin ich der Typ? Guck mal, der sieht aus wie ich. Du musst ja da oben rüber. Was ist, wenn ich mich selbst draufstelle? Warte mal. What? Los geht's. Oh. 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 Dem geht's gut, wie ihr seht. Aber als ich hier ankam, wart ihr alle bewusstlos. Hört mal. Dann habe ich euch meinen kleinen Finger in den Po gesteckt. Kaffee, Kaffee, hier. Kaffee, Kaffee, Kaffee. Kaffee, Kaffee. Hey, da hängt irgendwo was zwischen. Irgendwo eine Gabel oder so. Aber wo? Irgendwo hängt... Es hängt. Hört ihr das? Was hängt da? Oh, guck mal hier! Der, Alter! Der war nach unten drin, der! Und gesaved.
Okay. Wer schneidet daraus einen Werbespot? Du setzt einen Pokéball ein. Was muss ich drücken dabei? Danach unten und B. Ich drücke unten und B die ganze Zeit. Leute, wir sind unbesiegbar! Ich mach das Radio gleich wieder aus. Ich muss mich nur kurz einstimmen mit der Musik. Wir wollen bei der ersten Fahrt auf jeden Fall den Motor hören, ja. Ist mir auch gerade aufgefallen. Mhm, wir haben es. Es ist überall in der Galar-Region anzutreffen. Hat es keine Beeren, die es in seinen beiden Backen horten kann, wird es unruhig. So wie ich. Ich wäre fast ohnmächtig geworden. Okay. Nein! Ja, sie haben mich schon wieder verarscht. Matteo stellt sich halt extra und es triggert am meisten. Ich bin so dumm! Das ist das schlimmste Problem, was ich mir vorstellen kann in meinem Leben. Und deswegen werde ich Niklas Döner Bonjwa in den Markt pushen, um Döner gut zu machen in Hamburg. Damit stehe ich, dafür stehe ich mit meinem Namen. So. Dönjwa. Oh Gott. Ich kann es nicht. Okay. Hiya, Barbie. Hi, Ken. Do you want to go for a ride? Sure, Ken. Jump in. Gott, das ist dämlich. I'm a Barbie girl in a Barbie world. Life is plastic. You can brush my hair and dress me everywhere. Imagination. Oh Gott, mach das weg! Oh Gott, mach das weg! Weil Mr. Döner schreibt, still no name change möglich. Ich habe ihm in einem lustigen Gespräch dazu, das war mal Mr. Homer, überredet, sich Mr. Döner zu nennen. Echt? Der kann sich nicht umbenennen. Okay. Also falls ihr euch immer mal gefragt habt, wer Mr. Döner ist, ihr kennt ihn noch. Ich bin schon gewundert, wo Malte ist. Ja. Was, really? Ja. Wir hatten halt irgendwie so ein bisschen dumm rumgelabert, dann hat er sofort gemacht und dann, oh scheiße, ich kann nicht sofort wieder zurückändern. Ja, Mr. Döner, kannst du bei mir anfangen, bei Dönjwa. Alles wird anders dieses Mal. Der Stängel kommt nach vorn. Kunde. Nicht so stark sein. Ein Onyx erscheint. Wow, es ist... Fuck. Okay, wie viel... Was für ein Level hat er? Der Boden ist elektrisch. Level 26? Okay, Aquabälle. Alter! Ich hab den geone-shottet! Ich bin ja absolut OP! Wie viele Erfahrungspunkte kriege ich jetzt dafür? Ich habe 450 Erfahrungspunkte für den One-Shot bekommen! Und dann kam ich und ich habe so einen Waschlappen über meine Hand gezogen und dann habe ich Shampoo so drauf gemacht und habe den erstmal den kompletten Rücken eingerieben.
Und das war noch eigentlich ganz okay. Und dann musste ich aber immer weiter Richtung Süden. Und dann habe ich richtig alles gewaschen. Und dann habe ich 5 Euro bekommen, als ich fertig war. Aber ein schöner Tag eigentlich. Noch erwischt. Lily Potter selbst ein Schlammblut ist. Ja. Und Lily Potter ist doch die Mutter, oder? Die das muss die Stiefschwester sein. Ey. Von der Dursley-Braut. Du verwechselst gerade Schlammblut mit Halbblut und ich raste gleich komplett aus. Er holt gleich so seinen Hut raus. Ja. Guck mal meinen Hut raus, ey. Ja. Wir sollten ein Harry Potter Spezial machen. Er hat die ganzen Filme 4-mal geguckt letzte Woche. Ja, ich hab die komplett durchgebinged. In Vorbereitung. So, jetzt mal schnell. Ich will direkt Harry Potter nachlesen heute Nacht. Heute Nacht! Okay, komm.